Im letzten Video habe ich ja über einen Laser gesprochen. Ja, da haben wir das Ding benutzt, um einen Lichtimpuls auszusenden. Aber warum benutzen wir überhaupt Laser? Was bringen die Dinger und was heißt überhaupt Laser? Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Heute soll es mal um das Thema Laser gehen. Erstmal die große Frage, was heißt Laser überhaupt? Laser ist eine Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Es ist ein ganz schöner Mund voll, ist ein bisschen kompliziert. Ich übersetze es euch erstmal, also Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Das Wichtige ist dabei Lichtverstärkung einmal. Und dann stimulierte Emission. Aber trotzdem ist das immer noch relativ kompliziert. Also bleibt dran, ich erkläre es euch. Zuerst müssen wir mal verstehen, was ist überhaupt Licht? Licht ist aus physikalischer Sicht sowohl als Teilchen als auch als Welle zu betrachten. Wenn wir Licht jetzt als Teilchen betrachten, ist das... Naja, kann man sich das wie eine Bowlingkugel oder ne, wie so ein Flummi vorstellen. Wir haben jetzt unser Lichtteilchen, relativ klein, und wir haben unseren Atom. Das Lichtteilchen kommt an, stößt unser Atom an, wie beim Billard, Atom zischt ab. Andersrum haben wir die Möglichkeit, Lichtteilchen kommt an, Atom nimmt Energie des Lichtteilchens auf und ist in einem angeregten Zustand. Was das ist, erkläre ich euch gleich noch. Als nächstes können wir uns vorstellen, dass Licht eine Welle ist. Ne? Jeder kennt es, wenn ich so eine Gitarre habe, nicht jeder kennt es, aber viele können sich so vorstellen. Wenn ich so eine Gitarre habe und eine Saite nehme und die zupfe, dann sieht das aus wie so ein Springseil sozusagen. Die Saite ist, ne? Ist so bauchig sozusagen. Ich sag mal, so einen Sinus kennt ihr ja alle. Dementsprechend kann man sich das vorstellen wie eine halbe Sinusschwingung. Dementsprechend ist die Wellenlänge jetzt doppelt so lang, wie meine Gitarre ist. So, das ist eine entscheidende Eigenschaft von Wellen. Die nächste Sache ist die Amplitude. Zupfe ich meine Saite jetzt stark, schwingt meine Welle jetzt weit aus oder zupfe ich meine Saite nur ganz schwach. Die nächste Eigenschaft ist die Polarisation. Wohin schwingt meine Seilwelle? Schwingt sie jetzt so, schwingt sie so oder schwingt sie kreisförmig? Also eine Mischung aus senkrecht und waagerecht. Und als nächstes ist das Thema Kohärenz. Kohärenz ist eine Mischung von allem. Wenn wir mehrere Wellen haben, die nebeneinander her schwingen und alle gleich schwingen, sind diese Wellen kohärent. Das heißt, es liegt immer Berg auf Berg, es liegt immer Tal auf Tal, die Wellenlänge ist gleich, die Amplitude ist gleich und so weiter und so fort. Jetzt überlegen wir uns eine normale Lampe, weißes Licht. Was sendet dieses weiße Licht für Strahlung aus? Einfach. Weißes Licht ist eine Mischung aus allen möglichen sichtbaren Wellenlängen. Manchmal auch unsichtbare Wellenlängen, wie UV und Infrarotlicht. Also effektiv ist weißes Licht ein ziemliches Chaos. Und was wir mit einem Laser machen, ist im Grunde genommen Ordnung in dieses Chaos bringen. Ein Laser besteht immer aus einem Resonator und einem Verstärker. Light Amplification, Lichtverstärkung. In unserem Verstärker haben wir einen Haufen Atome. Diese Atome können durch einfallende Photonen aufgeladen werden. Wie funktioniert das? Ein Photon kommt an, trifft auf ein Elektron. Dieses Elektron nimmt die Energie des Photons auf und wird auf ein höheres Energieniveau gebracht. Jetzt hat dieses Elektron mehr Energie. Aber Elektronen sind wie ich. Sie sind faul.
Sie möchten einfach wieder in die niedrigstmögliche Energiebahn kommen. So, und das machen sie normalerweise, indem sie einfach runterspringen und Energie wieder abgeben in Form von einem Photon, also einem Lichtteilchen, oder von Wärme. Und das nutzen wir jetzt aus. Ein kleiner zweiter Punkt noch. Weil Elektronen immer so faul sind, sind nie mehr Plätze in einer unteren Bahn frei, als Elektronen auf einer höheren Bahn sind. Wisst ihr, wie ich das meine? Also nehmen wir mal an, in einer unteren Bahn gibt es 8 Plätze und in einer oberen Bahn sind auch 8 Plätze vorhanden. Jetzt kommen 4 Photonen an und schießen 4 Elektronen in die höhere Bahn. Jetzt sind oben 4 Elektronen und unten 4 Elektronen. Jetzt ist es leider physikalisch nicht möglich, ein 5. Elektron nach oben zu schießen. Warum, kann ich euch mal genauer erklären, wenn ihr das unbedingt wissen wollt. Aber für heute ist es wichtig, dass es einfach so ist. Damit stimulierte Emission funktioniert, brauchen wir aber mehr Elektronen in einer hohen Bahn als in einer tieferen Bahn. Wie kriegen wir das hin, wenn das mit 2 Bahnen physikalisch nicht möglich ist? Ha, ganz einfach. Wir nehmen 3 oder 4. Wir schießen unsere Elektronen aus der niedrigen Bahn in eine ganz hohe Bahn. Dafür brauchen wir eine sogenannte Pumpe, eine Lichtpumpe. Das ist meistens eine dicke, fette Blitzlampe. Die pumpt die Elektronen, also wie so eine ganz normale Wasserpumpe, pumpt die Elektronen nach oben. Ne, könnt ihr euch vorstellen, ihr seid im 2. Stock eures Hauses, braucht da Wasser, also braucht ihr unten im Erdgeschoss irgendwo eine Pumpe, die Wasser nach oben pumpt. Die Elektronen wollen jetzt wieder von da oben runter. Das machen sie erstmal, indem sie einen kleinen Relaxationsprozess in eine 2. Ebene machen. Relaxation heißt, sie geben Wärme ab, aber keine Strahlung. Jetzt sind diese Elektronen in einem oberen Niveau und darunter ist noch ein Niveau. Dieses Niveau darunter ist leer. Das heißt, selbst wenn wir ein Elektron da oben haben, haben wir schon eine Besetzungsinversion erzielt. Von dem oberen Laserlevel können die Elektronen jetzt wieder runterspringen auf das untere Laserlevel und dabei Energie in Form von Strahlung abgeben. Von dem unteren Laserlevel machen die Atome wieder einen Relaxationsprozess auf das Grundniveau. So, jetzt haben wir unsere Elektronen auf dem oberen Laserlevel, so nennt sich das Ding. Jetzt ist aber ein Atom besonders faul. Das möchte von da oben möglichst schnell runter. Und das springt jetzt runter und sendet ein Photon aus. Dieses eine Photon fliegt zufällig in genau die richtige Richtung entlang unseres Verstärkers auf den Spiegel am Ende zu. Und dieses Photon löst jetzt eine Kettenreaktion aus. Es kommt an und trifft auf ein aufgeladenes, auf ein erregtes Atom. Und dieses Atom wird jetzt stimuliert. Das heißt im Grunde genommen, dass dieses Atom seine Energie abgibt. Und zwar in Form von einem geklonten Photon sozusagen. Also das Photon, was ankommt, wird plötzlich geklont und genauso ein Ding wird auch ausgesendet. Jetzt haben wir 2 gleiche Photonen. Die beiden Photonen sind räumlich und zeitlich kohärent. Sie haben die gleiche Wellenlänge, sie haben die gleiche Polarisation, sie haben die gleiche Amplitude und so weiter und so fort. Perfekt gleiche Photonen. Und die fliegen jetzt weiter und stoßen jeweils wieder ein Atom an, was dann auch wieder stimuliert wird und auch wieder seine Energie in Form eines geklonten Photons abgibt. Und so läuft das jetzt unseren ganzen Verstärker entlang, bis wir dann 367.578 Photonen plötzlich am Ende des Verstärkers haben. Ja, okay, das ist jetzt eine Fantasienummer, aber ihr wisst, was ich meine. So, am Ende des Verstärkers haben wir jetzt unseren Spiegel, der schickt die ganzen Photonen wieder in den Verstärker rein und der gleiche Prozess läuft wieder von vorne herein. Das geht so lange hin und her durch den Verstärker, bis unsere Pumpe, unsere Energiepumpe nicht mehr hinterherkommt. Also
es kann nicht mehr genug Energie in den Laser, in den Verstärker reingepumpt werden, wie rauskommt sozusagen. Das heißt, wir haben plötzlich ein Gleichgewicht, genauso viel Energie, wie reingeht, geht auch wieder raus. Wo geht das ganze Licht denn hin? Es bleibt doch da drin. Naja, wir machen ganz einfach einen von unseren beiden Spiegeln ein bisschen durchlässig, weil wir wollen ja auch unseren Laserstrahl nutzen. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Sonnenbrille, eine verspiegelte Sonnenbrille. Diese verspiegelte Sonnenbrille ist, wenn man sehr, sehr nah rangeht, auch so ein bisschen durchsichtig. Also ne, von der Vorderseite. Man kann so ein bisschen in die Augen gucken von dem Träger, der die Sonnenbrille hat. So, und das bisschen, was da durchgeht, das sind nur ein paar Prozent, manchmal sogar nur ein Bruchteil von einem Prozent. Das ist unser eigentlicher Laserstrahl. Das ist dieser Laserstrahl, der dann rausgeht, den wir dann sehen können oder eben auch nicht sehen können. Und warum ist unser Laser denn jetzt so toll? Naja, Laserlicht hat ganz besondere Eigenschaften. Habe ich euch eben schon erklärt. Diese Kohärenz, alles schwingt gleich, alle Photonen sind sozusagen geklont. Und dadurch, dass das so ist, ist dieses Laserlicht besonders stark und kann auch für verschiedene physikalische Experimente sehr, sehr gut eingesetzt werden. Ja, wunderbar, Leute. Da ist mir gerade das Licht ausgefallen. Perfekt. Und ich habe auch noch die Kamera umgehauen. Wunderbar. Ja, gut. Nee, machen wir weiter. Wir haben ja eben schon gemerkt, dass so ein Photon ein Elektron oder ein Atom stimulieren kann. Wenn jetzt ganz viele Photonen ankommen, können die so ein Atom auch mal wirklich wegschießen und dadurch Materie zerstören oder auseinanderschneiden. Sie können aber auch einfach ihre Energie abgeben und die Atome müssen diese Energie dann in Form von Wärme abgeben oder fangen an, sich aneinander zu reiben und dadurch Wärme zu erzeugen. Also können wir mit so einem Laser ganz schön viel anfangen. Es gibt noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel Interferometrie oder was weiß ich was, wo man Laser einsetzen kann. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Wir haben einen Lichtverstärker, der durch stimulierte Emission von Strahlung funktioniert. Ein Atom ist aufgeladen oder ein Elektron ist aufgeladen, Photon kommt vorbei, Elektron ist nicht mehr aufgeladen, zwei Photonen fliegen in die Richtung, haben beide die gleiche Eigenschaft. Kettenreaktion und da kommen dann jede Menge Photonen raus, die alle die gleichen Eigenschaften haben und alle die gleiche Power. Und deswegen hat so ein Laser so viel Kraft. Und deswegen sollten wir auch am besten nicht in so einen Laser reingucken, weil unsere Netzhaut ist ja auch nur Materie. Und am Ende wollen wir diese Materie am liebsten nicht zerstören oder kochen oder was weiß ich was damit machen. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich verbessern kann oder was euch besonders gefallen hat. Und wenn ihr es besser wisst als ich, dann lasst mich das auch gerne wissen. Ich lasse mich ja schließlich gerne eines Besseren belehren. Bis dann.